Ich bin so schön, bin so toll, ich bin Anton aus Tirol. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen aus Tirol. Was mache ich hier? Wir gucken uns heute die U11 von FC Barcelona an. Spaß. Ich habe absolut eine Stunde geschlafen, ich bin so kaputt. Es riecht hier so heftig nach Kuh, ne? Das ist unfassbar. Maxi ist auch noch am Start. Wir gehen heute zu einem der größten Jugendturniere in Europa. U11 ist am Start von Barca, U13 von extrem vielen Top-Mannschaften, U15. Ich blende euch jetzt mal ein Bild ein. Borussia Dortmund, VfB Stuttgart, Nürnberg, Augsburg, RB Leipzig, Salzburg. So viele krasse Vereine, aber natürlich mein Herz schlägt für Barca. Bis gleich. Wir haben gerade geparkt und da hinten laufen gerade die Barca-Jungs vorbei. Da sind auch schon die Barca-Anzüge, geil. Ich habe schon gerade eben die Tribünen gesehen. Es sind einfach richtig viele Zuschauer auch hier für Barca da. Ich bin echt gespannt, Digga, was jetzt hier alles heute passieren wird. Ich freue mich eigentlich fast genauso sehr, wie die erste Mannschaft von Barca zu sehen, ne? Ohne Mist. Yeah, yeah, da sind die Spieler am Start, Digga. Geil, okay, wir gehen jetzt hier mal ins Stadion rein. Die werden sich dann gleich aufwärmen und so. Und dann spielen sie das erste Spiel gegen Berliner Amateure, so heißt der Verein. Es spielen gerade zwei andere Mannschaften, aber so sieht hier die Location aus. Richtig geil hier zwischen den Bergen. Erstmal gleich die Barca-Hymne singen, wenn die Jungs reinkommen. Hier ist eine Zuschauertribüne, aber das ist nur ein Platz von ganz vielen. Wir haben hier insgesamt 3000 Spieler, also es sind so viele Mannschaften hier. Die U11 ist ja die E-Jugend, die werden wahrscheinlich nur von hier nach dort spielen. Leute, ich habe gerade die U11 von SG Kars getroffen. Die werden nachher im dritten Spiel gegen die U11 von Barca spielen. Und jetzt habe ich den Kapitän hier. Wie heißt du? Maxi. Maxi, mit welcher Einstellung geht ihr nachher rein gegen Barca? Wir versuchen unser Bestes zu geben, wir kämpfen für alles. Ist es für euch dann nochmal so eine besondere Motivation, so dass ihr gegen Barca spielt? Ist schon was Besonderes, oder? Ich glaube, die meisten sind auch nicht aufgeregt. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück, auch wenn ich Barca-Fan bin, aber ich drücke euch die Daumen, ja? Der Schiedsrichter ist auch zum Start. Pfeifst du nachher, oder was? Ja, cool. Barcelona spielt zuerst. Ah, erste Schiri vom Barca-Spiel, geil. FC Augsburg ist auch hier am Start. Wärmen sich gerade auf. Da sind sie am Start, Digga. Uiuiui. Ui, ui. Ah, man sieht schon, Digga. Keine Stockfehler, alles läuft flüssig. Yeah, yeah. Der Zehner ist auch am Start. Der nächste Messi. Ey, was hätte ich damals getan, ne, um einmal gegen die UL von Barca zu spielen? Das wäre ein so ein heftiger Traum gewesen. Dem Fünfer wurde gerade die Kapitänsbinde umgebindet. Barca spielt von hier nach dort gegen die Berliner Amateure. Let's go, Barca. Visca, Barca. Da ist der kleine Testing. Oh. Latte, nein! Nochmal! Was? Oh mein Gott! Zweimal Latte, aber wie gut hat der Berliner Torhüter auch gehalten? Barca! Barca! Das sind einfach 10 Elfjährige, die gerade so schön das Spiel aufbauen. Mit welcher Ruhe schon, ne? Digga, was die alle schon massier lernen, ne? Wow, abgefälscht. Ja, aber Berliner halten noch dagegen. 0-0 immer noch. Oh, jetzt. Oh, schön geblockt, Bruder. Nice. Muy bien. Let's go, Digga. Vamos. Bruder, er ist ernst, der Roberto Carlos. Oh, geile Parade. Auch schöner Abschluss, ein schönes Dribbling. Digga, gefällt mir, wie die Jungs spielen. Schön, schön. Boah, was ein Zuspiel. Das ist der nächste Longley. Komm. Auf Semedo rüber. Sehr gut. Wow, was eine Aktion. Die Trainer von Barca machen echt sehr viele Anweisungen, auch schon während dem Spiel. Wow. Er hat die einfach so Volley reingehauen, ne? 1-0 Barca, vamos. Das Tor hast du gesehen, mit welcher Technik? Hast du das? Ja, ich hab's perfekt aufgenommen. Krass, Alter, was eine schöne Technik. Sehr schön, Barca gewinnt. 1-0. Faires Abklatschen natürlich auch nach dem Spiel. Das ist so krass. Ich habe ein Gruppenbild bekommen mit den Barca-Jungs. Richtig, richtig korrekt. Ich habe dann gefragt, ob ich den Kapitän kurz interviewen darf und so. Aber leider dürfen die vom Verein aus gar keine Interviews geben. Keiner von denen darf auch zum besten Spieler gewählt werden oder zum besten Torwart, damit untereinander bei denen kein Neid entsteht und so. Aber ist nicht so schlimm. Ich freue mich trotzdem, die Jungs hier ein bisschen live spielen zu sehen. Erstes Spiel 1-0 gewonnen. Kleiner Fun-Fact, ich wollte es gerade eben nicht zugeben, ne? Aber ich war sogar ein bisschen aufgeregt, als ich zu der Mannschaft hingegangen bin von Barca. Leute, und das ist die U11. Jetzt stellt euch vor, wie aufgeregt ich gewesen wäre, wenn es die erste Mannschaft von Barca wäre. Ich wäre gestorben, Digga. Ohne Mist. Ciao. Mein Herz hat ein bisschen echt gepocht bei den kleinen Kids. Er hat einfach einen Real Madrid-Beutel. Hat es nicht mal gemerkt, ne?
Szene hat komplett zerstört. Oh, Tor? Ja. Boah, 11 Meter, oder? Nice. Blau, 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 blau. Oh, mega. Nice. Oh, was für ein Skill. Weg, weg. Weg mit dem Ball. Auf die Außen. Weg, nochmal. Weg. Nein, Digga, wie gut ist der Achter? Weg. Oh. Alles, was die machen, das sieht so geschmeidig aus von den Barca-Spielern. Diese Technik einfach in so jungen Jahren, echt beeindruckend. Zehner geht wieder, komm, der ist gut. Schau mal an, was er macht mit denen. Bruder, er nimmt die so auseinander. Barca gewinnt auch das nächste Spiel mit 3:0. Immer noch kein Gegentreffer kassiert. Wir sehen uns dann beim nächsten Spiel. Wir gehen jetzt kurz ins Hotel, ruhen uns ein bisschen aus, weil die spielen erst wieder in 3 Stunden. Machen wir mal eine schnelle Roomtour. Hier ist der Eingangsbereich, Digga. Hier war gerade Massi groß. Und, Massi, das war's komplett, Digga. Maxi. Ein kleines Badezimmer, hier ist noch ein Fenster, hier geht dann die Action später ab. No homo, Spaß. Alter, man kann hier sogar durch das WC durchgucken, ne? Ja, das ist WC. LOL, man sieht's echt, Digga, wie du dich hingesetzt hast. Hier bin ich, Digga. Warst du Trikot schon an, die ist geil, was da? Das Allergeilste ist die Terrasse. Da werden dann morgen früh ein paar Bahnen geschwommen. Ja. Geil, ey. Wir haben beide nur 1 Stunde gepennt, wir sind extrem müde. Gönnt euch mal Maxi seine geile Tasche, einfach Supreme Louis V Collabo. So Leute, das dritte Spiel von Barca geht jetzt los. Das Spiel jetzt gegen die Jungs, die ich vorhin im Video interviewt habe. Mal gucken, wie die abschneiden. Ja, also die Jungs haben gar keine Chance, ey, Barca ist zu krass. Als nächstes spielt Barca gegen die Haching Jungs. Es wird hoffentlich spannender, oder Jungs? Gebt ihr Gas gegen Barca? Ja, sicher. Boah. Oh, 2-mal gut gehalten, ne? 5-0 Barca, das sollte das Ende gewesen sein. Du hast gut gehalten, Digga, ne? Du hast ein paar rausgefischt. Das ist halt auch schwierig. Lino möchte einen Backflip machen in meinem Video, Leute. Nice, Applaus. Schön, Digga. Die haben einfach alle 3 Barca-Trikot und Argentinien-Trikot angezogen. Genauso wie ich, solche Fanboys, so, selbst von der U11. In 1 Stunde ist das nächste Spiel von Barca gegen Spielvereinigung Unterhaching. Die haben auch immer eine sehr, sehr gute Jugend. War das der 12er? Ja. Alter, Jungs, Mann. Das Tor war zu krass, Alter, gell? Austria Wien spielst du, oder was? Ja. Korrekt. Das Lustigste war, er schießt einfach so ein absolutes Traumtor und er klatscht immer so ganz trocken ab mit seinen Teammates, als ob es das Normalste der Welt war. Da ist er, Leute, der 12er, der Torschütze. Oh. 2-0 Barca, schon wieder absolut ausschlaggebend, die Aktion vom 12er, der ist so gut, Freunde. Hier ist so ein Abonnententreffen bei dem Turnier, echt heftig. Grüße an alle, die mit mir Fotos gemacht haben, richtig korrekt. Barca gewinnt auch das Spiel gegen Unterhaching 3:0. Die ersten 2 Tore habe ich aufgenommen. Jedes Spiel bis jetzt 0 gewonnen, jetzt das letzte Spiel noch gegen Hongkong. Der 12er, was war das für eine Bude, Digga? Ich komme nicht drauf klar. Die spielen alle mit einer Ruhe am Ball. Krank, ey, was die schon in jungen Jahren drauf haben und beigebracht bekommen, La Masia. Florian hat mir hier ein kleines Geschenk mitgebracht, Freunde. Diesen Stecker, dankeschön, Digga, Ehrenmann. Aber du hast die falschen Shorts an, Digga, was ist das denn? Austria Wien, Digga, ja. Und danke. Ehre. Letztes Spiel von Barca jetzt. Oh. Also das ist keine Worte, wie die spielen, ne? Es ist zu gut einfach. Schaut mal, was hier abgeht, Digga. Felicitaciones, der war richtig gut, Digga. Felicitaciones. Felicitaciones, jugaste muy bien. Muy bien, muy bien. Jugar muy bien, felicitaciones. Felicitaciones, jugar muy bien. Viste el Barça? Viste el Barça, jugaste muy bien, super. Felicitaciones. Das ist der 12er noch. Das ist der 12er, gell? Das ist nur Dien. Merkt euch den, Freunde. Alle haben gesagt, Digga, er hat so gut gespielt, geile Tore geschossen. Wir gehen jetzt zurück ins Hotel. Vamos.
Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr Teil 2 sehen möchtet. Morgen gehen nämlich die K.O.-Rundenspiele los. Halbfinale, Finale, Achtfinale, auch von der U13 und U15 und natürlich auch von Barca. Schauen wir mal, ob die den ganzen Cup holen können.